In den 48 Rennen in Spa zwischen 1950 und 2015 startete der Sieger des Rennens nur ganze 16 Mal von der Pole Position. Das Qualifying von gestern bestimmt zwar die Startaufstellung, doch der große Preis von Belgien ist nach wie vor für eine Überraschung gut. Wie heißt es doch so schön, es kann alles passieren und üblicherweise tut es das dann. Der Circuit des Spa-Francorchamps bedeutet eine 7 Kilometer lange Tour durch die ländliche Gegend der Ardennen und ein Aufeinandertreffen mit insgesamt 19 Kurven, von denen 9 nach rechts und 10 nach links verlaufen. Die durchschnittliche Rundengeschwindigkeit liegt hier zwar bei 233 km/h, aber wenn das Wetter so bleibt, habe ich keine Hoffnungen, dass wir die heute erleben werden. Dank an Stefan Römer, den ich erneut an meiner Seite für den Grand Prix begrüßen darf. Sie spüren doch sicherlich gerade den Druck und dass es um alles geht, Stefan, oder? Was meinst du? Hier besteht zwar noch immer eine Chance auf den Titel, aber ein Fehler könnte alles verderben. Das stimmt natürlich, aber Druck wirkt selbstverständlich in beide Richtungen. Ein Fehler kann zwar das Ende all ihrer Meisterschaftsträume bedeuten, aber bei ihren Kontrahenten verhält sich das ganz genauso. Hoffen wir einfach, dass der Titel sauber und fair erworben wird. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Ferrari startet also von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Leclerc, Perez, Max Verstappen und Russell, Gasly, Sainz Jr., Stroll und Antonio Giovinazzi. Raikkonen, Vettel, Valtteri Bottas, er hat eine Gridstrafe erhalten. Und Albon, Norris, Magnussen, Daniel Ricciardo und Robert Kubica. Grosjean und Dani Kvyat komplettiert die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Denk daran, der Weg bis Kurve 1 ist nicht sehr lang. Die Kurve bietet etwas Platz, aber geh keine Risiken ein. Kann sein, dass Gegner versuchen werden, dich innen zu überholen. Losfahren. Du wirst beim Start etwas mehr Grip haben. Aber jetzt müssen wir die Reifen ordentlich aufwärmen. Vergiss nicht, auch die Bremsen aufzuwärmen. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Geduld.
erhöhe dich und achte auf die Startampel. Von der Startlinie weg. Ein paar Informationen zu Hamilton. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und deshalb langsamer. Ausgezeichnet, das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen.
Unser Abstand zum Hintermann beträgt 4,3 Sekunden. Bald wieder trocken sein. Achte darauf, dass du deine Reifen nicht abfährst. Benzinplanziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Die Reifensituation ist interessant, aber ich glaube, dass wir bei den aktuellen Reifen bleiben sollten.
Alles klar. Virtuelles Safety Car. Virtuelles Safety Car. Geschwindigkeit sofort verringern und positives Delta halten. Okay, langsamer werden. Langsamer werden. Dein Delta ist negativ. Du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Mit dem Benzin noch aus. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet auf grüne Flaggenbahn. Boxenstopp in dieser Runde. Dein Hintermann holt 5 Zehntel pro Runde auf dich auf. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Los, fahr jetzt! Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant.
Wir schließen zum Vordermann auf. Pass aber auf die Reifen auf. Wir machen keinen Boxenstopp mehr. Fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Großartiges Rennen. Geschafft. Gut gemacht. Und wieder ein ausgezeichneter Sieg von Ferrari. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos liegt. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. Wieder einmal eine hervorragende Leistung von Ferrari beim heutigen Grand Prix. Ferrari ist sicherlich ein Team, das weiß, was es da draußen zu tun hat.
sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Nach dem heutigen Resultat sieht die Fahrerwertung ein wenig anders aus. Wir haben einen neuen Spitzenreiter in der Meisterschaft. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Ohne Frage Valtteri Bottas. Er hat eine souveräne Leistung gezeigt, dass das Publikum für den Großteil des Rennens gefesselt hat. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Keine Veränderung an der Spitze, aber mit den Punkten von heute wird die Führung deutlich wackeln. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Alfa Romeo, das mit einem guten Resultat in der Meisterschaft einen Satz nach vorn gemacht hat. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan mal wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden.
Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Nun, es scheint, als hätte sich das Blatt zu Ihren Gunsten gewendet. Im Vergleich zum letzten Wochenende ist es merklich besser für Sie gelaufen, nicht wahr? Wir haben Sie wohl alle unterschätzt, nicht wahr? Was haben Sie uns in Bezug auf die Zusammenstöße zu sagen? Das Wetter heute war grässlich, aber glauben Sie, dass das für Sie vielleicht von Vorteil war? Danke für den Kommentar. Tolles Ergebnis. Du hast dich gut geschlagen. Ich denke, über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Sieht aus, als wäre einer deiner Rivalen auch zu einem historischen Event eingeladen. Das könnte eine gute Chance sein, eure Rivalität für die Presse hochzuspielen und deinen Ruf zu fördern.